So, dann herzlich willkommen zur nächtlichen Chartbeschau von JFD Brokers. Hier am US-Markt ging es sehr ordentlich zur Sache, was so definitiv nicht erwartet worden ist. Und deshalb schauen wir diesen Markt auch gleich mal an. Aktuell läuft er noch. Ich nehme das Video heute früh auf, da ich noch am späten Abend noch andere Analysen erledigen muss. Sonst wird es wieder zu spät. So, hier der Nasdaq 100 Index auf CME-Basis, also keine Indikation. Eröffnete heute, habe das leider zu spät gesehen, direkt an der Gap-Kante und konnte seitdem läuft ein Abverkauf. Seitdem konnte es kein einziger Kurs, wurde eben fast darüber gestellt. Also Touchur abwärts. Hat also natürlich auch dann das Gap geschlossen und ja, traf jetzt hier wieder auf die Oberkante des Gaps. Soweit so gut. Das war aber im Prinzip nicht gut, weil ich so einen Move definitiv nicht erwartet habe. Dann schauen wir eben die US-Werte an, allen voran eben die Internetwerte. Hier greift noch der EMA 38 ein, kann also noch darüber stehen. Bei der Microsoft ist hier noch ein Gap offen, also etwas Platz. Bei der Amazon.com wurde noch nicht vollständig das Gap geschlossen, obwohl es nahe dran war. Und hier liegt unten noch ein weiteres Kauflimit. Google bzw. oder halt Alphabet bzw. eben ex-Google steht hier noch in der Wolke drin und hat eben auch noch ein Gap offen. Heute kommen von IBM Zahlen raus. Nach dem Chart zu urteilen, kann die vorbörslichen und die nachbörslichen Kurse noch bis 120 etwa nach unten gehen, kann aber und sollte dann aber hier aufgefangen werden, der Verkaufsdruck. Es wird spannend sein, wie IBM morgen eröffnet. Zahlen kommen auch noch von Bank of America raus, vom wichtigen Unternehmen. Delta Airlines, eBay, ist nicht mehr wahrscheinlich ganz so wichtig. Morgan Stanley, Netflix. Morgan Stanley dürfte, glaube ich, aber schon vorbörslich gekommen sein. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Beim DAX machen wir hier den 15-Minuten-Chart auf. Sah für mich auch alles danach aus, dass es eben mindestens auf 9820 ging, von mir aus auch nur bis 9800, aber hier wurde dann eben auch abverkauft. Und wenn ich jetzt hier diese Trendlinie verlängere, ja, ist dann hier der Kurs eben auch an dem horizontalen Widerstand und an der Trendlinie nach unten abgeprallt. Aktuell stehen wir ja nachbörslich gerade bzw. im Future Handel noch bei 9540 und wird aller Voraussicht nach hier am unteren Gap vielleicht morgen öffnen. Aber dafür sind ja noch der asiatische Handel dazwischen und eben noch die Quartalszahlen. Sonst kann man noch kurz eben auf den Tageschart schauen. Da wurde ja wie gesprochen über 9650 sollte der Markt bleiben. Hier ist er eben auch tatsächlich über der Marke, hat er auch dann geschlossen. Aber wie gesagt, nachbörslich scheint hier das Gap wieder die Marktteilnehmer schließen zu wollen. Das war's erstmal. Ich melde mich dann morgen früh dann wieder. Danke fürs Zuhören.